Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von SRF 1. Bei der Castingshow Nun sucht das größte Talent ist auch von unserer Schule eine Sängerin vertreten. Es freut mich sehr, im nächsten Beitrag unsere Kathi näher vorstellen zu dürfen. Aktuell bei der Castingshow Nun sucht das größte Talent. Sehr gut, zwei Runden habe ich schon geschafft und die nächste Runde ist das Mustfit-Finale in Bistro. Welche Ziele hast du? Mein Ziel ist auf jeden Fall ins Landesfinale nach Ips einzuziehen. Welche Lieder singst du? Beim Casting habe ich gesungen Hey Soul Sister von Train, Before He Cheats von Carrie Underwood und Rolling in the Deep von Adele. Und in der ersten Runde habe ich gesungen Stronger von Kelly Clarkson und im Musterviertelfinale in Wiesburg werde ich Can't Fight the Moonlight von Liam Rimes singen. Wir wünschen dir natürlich viel Glück. Dankeschön. In unserer Serie Gesunde Ernährung in der Schule geht es heute um die Süßstoffpflanze Stevia. Stevia, eine Pflanze aus Paraguay, die statt Zucker verwendet wird. Es wurde noch nicht deutlich bewiesen, ob sie schädlich oder nicht schädlich für uns ist. Hier nun die Nachteile. Das Süßkraut Stevia kommt nur chemisch extrahiert als E960 in Nahrungsmitteln vor. Dennoch verbreiten Hersteller den Mythos vom natürlichen Süßstoff. Die Hersteller von Stevia behaupten, dass Stevia absolut natürlich und gesund ist.
und so durch das Wundermittel die Pfunde putzen. Neue Studien beweisen, dass Stevia eher schädlich als gesund ist und dass es mehr künstlich als natürlich ist. Es wurde nämlich eindeutig bewiesen, dass Stevia möglicherweise krebserregend ist. Hier nun die Vorteile. Wer träumt nicht von einer super Bikini-Figur ohne Sport, ohne die Ernährung umzustehen? Denn jeder Österreicher nimmt durchschnittlich 40 Kilogramm Zucker zu sich. In Südamerika wird der Süßstoff Stevia schon Jahrhunderte als Süßungsmittel verwendet. Stevia greift die Zähne nicht an, Stevia hat keinen Eindruck auf dein Gewicht und Stevia ist der Zucker für Diabetiker. Wo ist Stevia versteckt? Nestigrüntee, ein Stevita-Wellnessgetränk und Tafelsüße. Man kann Tafelsüße zum Süßen von Tee, Kaffee oder anderen Heißgetränken verwenden. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick über die Süßungspflanze Stevia verschaffen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.